Das Hinspiel gewann München mit 7 zu 2. Super Bayern, Super Bayern. Hey, hey. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet. Ja, Wahnsinn. Das war ein Spiel, da dachte ich, wir sehen den nächstjährigen Champions League-Sieger 7 zu 2 gegen Jose Mourinho und sein Team. Nein, damals war er noch nicht Trainer und Kovac war noch Bayern-Trainer. Wer hätte das gewusst? Wer kennt ihn noch? Der Ex-Trainer von Bayern, also der Vorgänger von Hansi Flick. Aber der ist ja immer noch da. Also von daher schauen wir mal, wie lange noch. Wenn er auch dieses Spiel nicht siegreich gestalten kann, dann hat Bayern vielleicht doch noch jemanden anders unterm Weihnachtsbaum liegen. Ja, ich weiß gar nicht. Der Ex-Tottenham-Trainer Pochettino, oder wie man ihn aussprechen mag, ist ja so auf einer Liste gewesen. Vielleicht sieht man ihn ja dann auch in der Bundesliga. Fangen wir doch mit den 19 Uhr oder 18:55 Spielen an. Donetsk gegen Atalanta Bergamo. Ein Spiel, bei dem es noch um den zweiten Tabellenplatz geht. Witzigerweise, trotz total verkorksten Beginn von Atalanta, können sie immer noch international bleiben, wenn sie dieses Spiel gewinnen würden. Persönlich möchte ich hier keinen Tipp abgeben, weil ich keinen Plan habe. Ich habe beim Hinspiel gesagt, man sollte auf Shakhtar setzen, plus 0,5 auf Donetsk. Ich glaube, das haben sie dann sogar gewonnen oder zumindest nicht verloren. Für das Rückspiel habe ich tatsächlich bei dem Spiel keine Tendenz, weil ich Atalanta gar nicht einschätzen kann, was die so machen. Ja, die sind sehr wankelmütig vor allem. 2-1 hat Shakhtar das Hinspiel gewonnen. Und Atalanta hat, mein Gott, die haben jetzt Dynamo Zagreb geschlagen. Also Zagreb sagst du ja immer. Andere sagen Zagreb. Ansonsten auch nicht viel gerissen. Und das 1-1 von Shakhtar gegen Man City ist eigentlich eine gute Bewerbung, um hier zu sagen, die 2-7er-Quote für die Heimmannschaft gegen eine Mannschaft, die bisher wirklich nur einmal halbwegs gut gespielt hat in der Champions League und auch sonst in der Saison der Form des Vorjahres in der Serie A hinterherläuft, ist es doch absolut zu mitnehmen. Auch mit Asian Handicap nochmal abgesichert. Asian Handicap 0 bedeutet ja dann, wir kriegen unser Geld zurück, sollte das Spiel unentschieden ausgehen. Dafür haben wir eine 1,98er-Quote. So what? Warum sollte Shakhtar das Heimspiel hier verlieren? Sehe ich jetzt weniger die Gefahr. Und wenn, dann war die Wette trotzdem gut, weil aus genannten Argumenten. Das ist ja immer so. Man kann es ja nicht vorher wissen. Man kann nur die Chancen einschätzen und die dann mit der Quote vergleichen. Ja, ich sage ja auch immer, man tippt auf Menschen und wo Menschen sind, gibt es Fehler. Also hier könnte auch ein Fehler passieren. Zagreb, die können auch noch weiterkommen, haben jetzt aber am letzten Spieltag ausgerechnet Man City als Gegner. Im Hinspiel sahen sie ja ganz gut aus, haben sie sich wacker verkauft, gut gespielt, trotzdem am Ende natürlich nicht gewonnen. Und ja, bei Man City läuft es nicht ganz so rund. Auch in der Liga lassen sie einige Punkte. Jetzt haben sie daheim gegen Man United verloren. Kann man mal machen, aber auch davor bei den letzten Spielen unentschieden gegen Newcastle. Gegen Shakhtar nur ein 1-1 gespielt. Pep Guardiola stellt seinen Spielstil ein wenig um. So richtig ertragreich ist das nicht, wenn sie am Ende die Champions League gewinnen. Dann wird man ihn wahrscheinlich dafür loben. Wenn sie so weiterspielen wie jetzt, dann wird man sich fragen, Pep, willst du wieder zurück nach Bayern? Ich würde sagen, die Quote ist ganz gut mit einer 1,91 auf Man City, einfach weil es Man City ist. Und die haben ja nichts davon, wenn sie hier das nächste Spiel verlieren. Nee, und du hast ja sogar die jetzt gerade zum Champions-League-Sieger stark geredet. Aber zumindest, ja, egal. Da haben wir gestern ja schon den Fall gehabt mit Barcelona. Egal mit welcher Mannschaft die hier antreten, ist immer noch besser bestimmt oder in der Lage zumindest, eine Mannschaft wie Zagreb zu schlagen.
Und wenn nicht, ja gut, dann war die Quote natürlich gerechtfertigt, aber andererseits, wann kriegt man auf Man City schon mal so eine Quote? Ja. Bayern gegen Tottenham. Hier haben wir ein bisschen verkehrten Fall, denn klar ist hier irgendwie die Quote irgendwie vom Hinspiel eingepreist, das Spiel vom Hinspiel, der 7-2-Sieg der Bayern, aber Tottenham hat ja seitdem einen neuen Trainer, der ja da wirklich schon ein bisschen aufgeräumt hat, und es ist ja kein geringerer als mein Lieblingstrainer José Mourinho. Also ich habe ja schon oft ihn verteidigt, obwohl ich jetzt kein großer Fan von seinem Fußballstil bin, auch menschlich. Gibt sympathischere Menschen meiner Meinung nach, aber was er halt als Fußballtrainer geleistet hat, das ist natürlich schon sensationell, und deswegen beobachte ich das sehr interessiert, was er in Tottenham macht. Und seitdem er da ist, klar, gegen Manchester hat er das einzige Spiel seit seinem Antritt bei Tottenham verloren, aber sonst läuft es bei Tottenham wieder. Heung-min Son wie neu geboren, Dele Alli trumpft wieder auf, und deswegen denke ich, dass auch überhaupt die Mannschaft noch ein Wörtchen oder eine Rechnung offen hat mit Bayern, die ja zum Beispiel die letzten beiden Spiele verloren haben, die Bayern. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die werden jetzt nicht so auftreten wie im Hinspiel, denke ich. Und da lohnt sich dann durchaus eine Außenseiterwette auf Tottenham, meiner Meinung nach. Meine ganz genauso. Ich habe im Hinspiel schon auf Tottenham gesetzt, beziehungsweise das vorgeschlagen. Das hast du ja gesagt, nee, lass mal. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass Bayern jetzt ausgerechnet bei dem Spiel wieder in die Spur kommt, wobei das ein bisschen übertrieben ist zu sagen, gegen Leverkusen haben sie aus meiner Sicht überragend gespielt, aber die Tore nicht gemacht, Gladbach habe ich nicht gesehen. Wenn man hier auf Tottenham mit Handicap geht, plus 1 oder plus 1,25 hast du, glaube ich, schon. Ja. Da, dafür gibt es eine 2,7 oder 0,7. Das ist doch ein Muss. Was bedeutet das für vielleicht nicht so? Erkläre ich dir gerne. Das heißt, dass wenn Tottenham mit einem Torunterschied verliert, dann gewinnen wir die Hälfte. Ganz genau. Wenn sie mit 2 Toren unentschieden verliert, haben wir die Wette komplett verloren, und das locken wir ein. Genau. Also ich denke, die werden kämpfen, besser als im Hinspiel. Ich meine, dieses Ergebnis aus dem Hinspiel war ja auch dadurch begründet, dass frühzeitig oder durch ein paar glückliche Tore hintereinander von Gnabry das Spiel gelaufen war, und dann haben sie sich halt die letzten 3-4 auch noch reineiern lassen. Da war null Gegenwehr, und das ist jetzt eine andere Mannschaft, vor allem mit Mourinho. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der einfach sich höher als mit 2 Toren Unterschied abschießen lässt, wenn überhaupt. Und deswegen hier eine ganz gute Wette in dem Fall. Im anderen Spiel geht es doch um die goldene Ananas, deshalb würde ich sagen, lass uns da weitergehen. Macht keinen Sinn. Ich kann jetzt nicht großartig was zu Olympiakos sagen. Belgrad hat nichts Feierliches abgeliefert in der Champions League, und was willst du zu dem Spiel auch anders sagen? Hast recht. Atletico gegen Lok Moskau. Könnte man in Erwägung ziehen, hier einen spekulativen Tipp auf Lok Moskau mit Asian Handicap abzugeben. Bei der Quote reizt mich jetzt auch nicht. Wobei Atletico am Wochenende nur 0-0 gespielt hat in der Liga und alles andere als berauschend aufgetreten ist, auch in dieser Champions League-Saison. Vielleicht macht es dann doch Sinn, auf Moskau zu gehen, wenn die Asian Handicap-Linie hoch genug gewählt ist, denn richtig abschießen haben sich die Moskauer auch nicht lassen. Und von daher, ja, wäre das eher eine Wette gegen Atletico. Andererseits können die sich natürlich auch wieder mal aus der Halbkrise schießen. Und dafür ist das plus 2 auch noch nicht zu gut. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade, dass hier bei einer 25er-Quote das Asian Handicap nicht noch höher gelegt wird. Könnte man vermuten, aber das spielt sich ja oft im Bereich der ersten 2 Tore ab. Ja. Im anderen Spiel der Gruppe Bayer Leverkusen gegen Juventus. Leverkusen echt noch cool, dass sie überhaupt jetzt noch mitdrehen. Super cool.
Um die Qualifikation. Leverkusen, Leverkusen. Darauf erstmal ein Aspirin. Auf jeden Fall schön, dass Sie noch mitreden, um in die nächste Runde der Champions League zu kommen. Dafür müssten Sie gegen Juve gewinnen. Glaube ich nicht daran und ich glaube auch nicht, dass Atletico verliert. Leverkusen, danke dafür, dass ihr Bayern geschlagen habt. Dadurch ist die Liga nochmal eine Woche spannender. Ich hoffe auch bis zum Schluss. Und Euroleague haben sie verdient, aufgrund des direkten Vergleiches, den sie gegen Moskau gewonnen haben, ist es auch alles eingetütet. Bei diesem Spiel weiß ich nicht, was Juve vorhat. Die Quoten sind zu schwach, ehrlich gesagt, auf Leverkusen. Ansonsten könnte man hier auch eine Asian Handicap 0 oder so mal sich überlegen. Aber aus meiner Sicht müsste Leverkusen zu jeder Zeit Außenseiter den Quoten sein. Und das sehen die Buchmacher hier anders und dementsprechend keine Wette auf Leverkusen. Auf Juventus minus ein, also wenn Juve mit 2 Toren gewinnt, eine 7er-Quote ist doch auch lachhaft. Ja, vor allem, du kriegst das Geld zurück, wenn sie nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen. Hallo? Leverkusen? Ich weiß, du hast Leverkusen-Bettwäsche, du hast Autogrammkarten von jedem Leverkusener Spieler seit der Saison 1990-91, du hast eine Dauerkarte. Und ja. Rüdiger Vollborn, Markus Happe, die beiden, Carsten Ramelow, da Oliver Neville, das war noch eine Mannschaft. Chrisse Burns, Oh, der Burns. Mhm. Michi Ballack. Da habe ich, Schneider, oder? Der war auch geil. Schmitz. Ja, 2002 war das aber. Aber gut, wir wollen nicht in der Vergangenheit schwelgen. Leverkusen spielt. Fuß geht raus an Jens Lorotti. Starken Fußball, aber. Es ist natürlich auch irgendwo Leverkusen, die auch sehr wankelmütig in der Saison schon gespielt haben. Und deswegen finde ich das absolut ein bisschen übertrieben, auch wenn es für Juve quasi schon durch ist. Aber ich sehe irgendwie nicht den Fall, dass die Mannschaften, die jetzt hier Top-Favoriten auf den Titel vielleicht vor der Saison waren, plötzlich hier am 6. Spieltag sagen, ach, schenkt mir doch mal das Spiel Leverkusen oder so. Oder ein Cristiano Ronaldo sagt, heute spiele ich nur mit angezogener Handbremse, immerhin geht's gegen Leverkusen. Und deswegen sehe ich das hier nicht, dass Leverkusen hier Favorit sein sollte. Sorry an alle Leverkusen-Fans, ihr zwei. Echt, sorry, du. Aber es ist halt Leverkusen und deswegen mit Absicht hier eine bisschen spekulative Wette. Juve minus 1 bei einer Quote von 7. Mit könnte man jetzt sagen 0,2 Einheiten, aber ich würde einfach eine ganze Einheit draufsetzen, weil Leverkusen. Ja. Und ja. Wer das nicht so findet, der kann es natürlich aus Spaß sehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich selber da wirklich drauf setze. Andererseits, ja, würde es mich schon reizen, weil ich, wie gesagt, da jetzt nicht so die Gründe sehe. Dann kommen wir jetzt zur letzten Gruppe, oder? Da geht es weiter mit Paris Saint-Germain gegen Galatasaray. Paris hat eine Quote von 1-2. Galatasaray hat es in der letzten Minute gegen Club Brügge versaut, weiterzukommen. Dieses Spiel ist zum Tippen nicht interessant. Spannender ist es vielleicht bei Brügge gegen Madrid. Mr. Radek Vegas, die Tabellensituation vielleicht einmal bitte für mich reinziehen. Da hat Brügge auch nichts mehr Großartiges zu melden. Das Unentschieden war wichtig, dadurch sind sie Dritter. Ich glaube nicht, dass Galatasaray gewinnt. Und hier hat vielleicht Real Madrid noch eine Rechnung offen, denn das Hinspiel haben sie aber ordentlich verkackt. Da lagen sie 2-0 hinten, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Und warum nicht auch Madrid jetzt 5 Spiele in Folge nicht mehr verloren? Warum nicht die Quote mitnehmen und schauen, was passiert? Eine 2-3 ist doch ganz sexy. Ja, also gefällt mir auch. Also klar, haben alle Favoriten am letzten Champions-League-Spieltag sehr hohe Quoten, Außenseiterquoten, warum auch immer, manchmal begründet vielleicht, aber andererseits, ja, soll jetzt Real Madrid auch Angst vor Brügge haben? Das ist immer wieder die gleiche Argumentation, warum sollen die jetzt hier nach Brügge fahren und sich hier, gerade weil sie ja einen Lauf haben, den sie fortsetzen wollen,
Sollen sie sagen, Brügge jetzt sich abschießen lassen oder so, schlecht spielen, schlechter als sie müssten. Und wenn sie normal spielen, dann gewinnen die das natürlich. Und dann ist diese Quote natürlich mit 2,3 absolut value-haltig. Und alles in allem, bin ich sehr gespannt, ob ich mich jetzt um Kopf und Kragen geredet habe an diesem Spieltag. Aber wer nichts riskiert, der gewinnt auch nichts. Und mit immer nur langweiligen Standardtipps, kann sich ja selber dann jeder auswürfeln. Nur ganz sicher, wir haben jetzt wenn du mal runterscrollst, es kommt da nicht unten noch eine weitere Gruppe. Nee, das war tatsächlich die Champions League-Gruppe. Gruppenphase, das Wort habe ich gesucht. Lass uns jetzt noch einmal zusammenfassen, was wir heute bei unserem Tipp Empfehlungen haben. Mhm. Würde ich gerne. Hängt gerade natürlich mal wieder. Aber wir haben hier Shakhtar Donetsk supported mit einem Asian Handicap 0 gegen Atalanta. Dann Tottenham. Manchester City haben wir die 1,91 auch eingeloggt. Mhm. Tottenham als Gast bei Bayern mit Mourinho bestimmt nicht höher als mit einem Torunterschied verlieren sehen, wenn überhaupt. Deswegen Asian Handicap plus 1,25 auf Tottenham bei einer Quote von 1,8, 1,9 um den Dreh. Na, das war, glaube ich, sogar eine Zweierquote. Auf jeden Fall ist es meine Wette des Tages. Die finde ich ultra genial. Du sagst da noch ein bisschen spekulativ, dass Leverkusen mit mindestens einem Tor verliert. Das ist meine Wette des Tages. Ja, eine Siebenerquote auf Jubel in Leverkusen. Gibt es wahrscheinlich auch nicht so oft. Gefällt mir ganz gut und wir nehmen auch noch den Favoritensieg von Madrid gegen Brügge mit. Relativ langweilig von den Begründungen, aber die Quoten sind gut genug und die Buchmacher wissen genau, ob die Quoten so sind. Wir hoffen, in dem Fall haben sie nicht recht. Bis zum nächsten Mal. Und postet eure Tipps, ob die ähnlich verrückt sind. Ja. Danach sehen wir uns in der K.O.-Phase. In der Champions League. Oddspedia. The Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LV.